Kein Partymensch zu sein hat viele Nachteile. Und ich finde, das dürfen wir auch so sagen. Oder besser noch, wir müssen das auch so sagen. Partys sind für viele ideal zum Kreieren und Festigen von sozialen Bindungen. Gerade in jungen Jahren oder im Arbeitsumfeld kann es somit echte Probleme geben, wenn jemand ein Partymuffel ist und einfach nicht mitmachen möchte. Die Herausforderung für Partyhasser und auch für dieses Video liegt aber nun darin, nicht einfach zu behaupten, man müsse sich halt zwingen, auf Partys zu gehen. Gerade introvertierte und hochsensible Menschen kennen das Problem, dass laute, unübersichtliche Partys sie in Windeseile erschöpfen. Sich also einfach mal aufzuraffen oder mal nicht so anzustellen, sorgt dafür, dass sich körperliche und mentale Erschöpfung einstellen. Da darf man dann schon fragen, ob es das wert ist, oder? Und genau darin liegt die Kunst. Wir müssen herausfinden, wie viel uns die Teilhabe an dieser speziellen Form des sozialen Lebens wert ist. Und das sieht für jeden anders aus. Wer beispielsweise die Oberflächlichkeit von Firmenpartys hasst, aber sich dort nicht komplett unwohl fühlt und somit auch anschließend nicht 3 Tage erholen muss, na, der wird wahrscheinlich nur hin und wieder mal so eine Party auslassen müssen. Wer hingegen mit lautem Bass und Besoffenen überhaupt nichts anfangen kann, der kann einfach nicht jedes Wochenende in den Club gehen. Der muss sich schon was ausdenken. Und ja, ich kann's schon hören. Wer keine Partys mag, der soll halt einfach nicht hingehen. Man muss ja kein Mitläufer sein. Das ist eine wundervoll vereinfachte Sicht von jemandem, der schon Freunde hat und dessen beruflicher Erfolg nicht von Vitamin B abhängt. Wer allerdings noch mit seinem Sozialleben zu kämpfen hat, für den ist es eben nicht ganz so leicht. Mir ging es auch so. Ich habe einfach ordentlich Alkohol reingebechert und dann konnte ich auch feiern gehen. Und ich hatte viele gute Erfahrungen. Das soll nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber, speziell als ich den Alkohol dann nicht mehr genutzt habe, ist mir eben auch aufgefallen, dass ich eigentlich andere Treffen und Zusammenkünfte bevorzuge. Aber um sowas herauszufinden, müssen wir halt erst einmal schauen, warum wir von Natur aus nicht auf jede Party rennen wollen. Manche Menschen lieben das Feiern einfach. Ob morgens, mittags, abends, ob unter der Woche, ob am Wochenende, ob mit Freunden oder mit Fremden. Hauptsache Party. Und manche Menschen sind das genaue Gegenteil. Egal wann, zu einer Party zu gehen, kostet immer Überwindung. Ein typischer Grund dafür ist das falsche Umfeld. Wer auf tiefgründige und innige Bindungen steht, der wird auf Partys nicht unbedingt Zufriedenheit spüren. Das heißt natürlich nicht, dass man mit den besten Freunden nicht gleichzeitig Gespräche über Gott und die Welt führen und im Club den Macarena tanzen kann. Ja, Macarena. Hey, Macarena. Aber was vielen passiert, ist, sie freunden sich mit vermeintlich interessanten Partymenschen an, stellen aber nach und nach fest, dass sie mit ihnen eigentlich nicht viel gemeinsam haben. In anderen Fällen stimmt die Gesellschaft, aber die Umgebung eben nicht. Laut, dreckig, unübersichtlich ist für viele einfach belastend. Und wenn ich es mir einfach machen wollen würde, würde ich jetzt sagen, hört einfach auf, zu Partys zu gehen und mit Partymenschen rumzuhängen. Stattdessen mache ich es mir lieber kompliziert. Wenn du kein Partymensch bist, musst du halt kreativer werden. Hast du Angst, dass dir berufliche Türen verschlossen bleiben, wenn du nicht der Entertainer auf einer Firmenparty bist? Dann versuche deine Vorgesetzten doch stattdessen anders auf dich aufmerksam zu machen. Und nein, ich behaupte jetzt nicht, dass du einfach nur gute Arbeit leisten musst. Die soziale Bindung kann auch darüber kommen, um mehr Einzelgespräche zu bitten. Bestimmte Probleme bei einer Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen zu besprechen. Du kannst auch einfach ein gemeinsames Hobby oder Interesse finden und es als Grundlage für die privaten Verbindungen nutzen, die andere sonst auf Partys kreieren. Hast du vielleicht Angst, dass du dein Studentenleben nicht voll auslebst, wenn du nicht auf Partys gehst? Nun, es gibt mehr als nur eine Art von Party. Feiern im Club ist nicht immer notwendig. Es gibt auch Hauspartys. Allein da fühlen sich viele schon wohler, weil es verschiedene Räume gibt, auch mal ruhiger zugeht und sich interessante Gespräche entwickeln können. Und nur weil etwas nicht ins klassische Bild einer Party passt, heißt das auch nicht, dass es nicht ähnliche Effekte geben kann. Auch eine Lerngruppe verfällt manchmal in Gelächter, Dummheiten und Privatgespräche. Gleiches gilt für Brettspieleabende, ein Treffen im Garten oder den Gang ins Fußballstadion. Da entstehen häufig sogar die engeren Bindungen im Vergleich zu reinen Tanzveranstaltungen. Es ist im ersten Moment leichter, einfach zu jeder Party zu gehen und alles mitzumachen. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Und wer wirklich kein Partymensch ist, für den ist es langfristig eben nicht leichter, einfach überall mitzumachen. Sich mal auf einer Party nicht so richtig wohlzufühlen, ist wohl normal. Aber wenn wir jedes Mal denken, wäre ich doch zu Hause geblieben, dann sollten wir vielleicht auch mal ehrlich mit uns sein. Leider hängt da immer noch ein bisschen Scham dran und die Angst davor, etwas zu verpassen. Die kann ich dir sicherlich nicht komplett nehmen. Aber wenn du Samstagabend oft mit dir kämpfst, ob du nicht eigentlich unterwegs sein solltest, kannst du dir auch einfach etwas Cooles für Sonntag früh vornehmen. Wandern, Freunde einzeln treffen, was Neues lernen. Leben heißt Erfahrungen sammeln. Und die gibt es beim besten Willen, nicht nur auf Partys.